Willkommen zu einer neuen Aufnahme Let's Play Skyrim. Tja, es geht wirklich noch weiter. Ich wollte nur einfach dieses Special rausbringen, wobei ich meine, ja, keine Worte dazu, einfach nur noch eine kurze Ankündigung. Und zwar hatte ich geplant, in der Zukunft die Let's Plays abwechselnd Skyrim, abwechselnd Team Fortress, damit halt mal auch wieder, ich wiederhole mich, etwas Abwechslung reinkommt. Und vielleicht auch noch The Binding of Isaac. Allerdings, da dann selbstverständlich mit der Erweiterung Afterbirth. Gab's ja für 666. Ich schweife etwas zu weit ab. Okay. Nee, nicht fortfahren, sondern laden. Okay. Labyrinthion war es doch, oder? Nein, das war das mit dem Knochendrachen, den ich versucht habe wieder zu beleben. PS. Der beste Skelettgegner im gesamten Spiel und man kann ihn ums Erbrechen willen einfach nicht wiederbeleben. Wie unfair ist das, ey? Ich meine ernsthaft, so ein Knochendrache. Den kann man nicht wiederbeleben, das ist ja das Problem. Okay. Hier? Ja, das scheint es zu sein. Also wie gesagt, das ist sehr schön, man kann so mehrfach speichern, aber naja. Hallo? Skyrim? Sollte jetzt eigentlich nicht passieren. Skyrim, bitte komm zurück. Hallo? Skyrim reagiert nicht. Verdammt. Einfach nur verdammt. Okay, ich würde mal sagen, ich pausiere mal kurz die Aufnahme. Oder es geht einfach weiter. Oh nein, was ist das denn jetzt? Okay. Kleine Frage, wo waren wir nochmal in der Story? Hallo? Ich weiß jetzt nicht, ob ihr es mitbekommen habt. Aber gerade eben wurde das Fenster etwas unsichtbar. Okay, egal. Also, was ist denn die aktuelle Quest? Sprich mit Delphine. Keinen Zacken aus der Krone brechen. Ach ja, stimmt ja. Oh. Die Flammenhütten. Okay, also diplomatische Immunität wollten wir, glaube ich, machen. Dazu müssen wir mit Delphine sprechen. Und was? Ja, okay, ich weiß, was er ist. Ab nach. Naja, obwohl ist er da überhaupt? Was zur Hölle? Was war das denn jetzt bitte? Ah! Ich hoffe mal, das Blinken seht ihr nicht auch. Jetzt komm schon, ohne Blinken. Ah! Grrr. Was ist das? Naja. Ich würde mal sagen, damit geht's jetzt? Ja, kein Blinken mehr. Gut. Und wir haben Drachenbrücke entdeckt. Okay, also würde ich mal sagen, jetzt... Ach, verdammt, 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 was ist das? Ernsthaft? Sekunde mal, das ist doch... Boah. Eieiei, meine Augen. Okay, was das war, keine Ahnung. Ich hoffe mal, es sollte jetzt vorbei sein. Ach ja, was für eine Waffe hatten wir eigentlich noch? Och, nee. Bitte, irgendeine. Das Holzschwert wird wohl nichts bringen. Der Mondbogen. Weißt du was, hier die Chronoklinge. Okay, mit Magie. Das scheint irgendwie am Feuer zu liegen.
Oder irre ich mich da? Okay, also wir gehen jetzt zu Fuß zurück, denn soweit erinnere ich mich noch, dass ich das gesagt hatte, in diesem Let's Play keine Schnellreisen. Es gibt natürlich ein paar Ausnahmen, aber keine Schnellreisen. Sekunde mal, haben wir eigentlich von der Magie her Beschwörung, Schutzgeist, Beschwörung, Schwertbeschwörung, Streitaxt? Leider nicht. Sekunde mal, können wir eigentlich meinen favorisierten Kampfstil machen oder ist da auch wieder so eine das Lichtproblem? Wo ist es? Wiederherstellung, Heilung. Geht das? Nein, das geht nicht. Das ist die Heilung. Oh, das ist die Heilung, die. Na toll. Wir können uns nicht mehr heilen. Nicht mit Magie. Es sei denn, wir wollen so einen Augenkrebs kriegen. Naja, aber ich weiß natürlich jetzt auch nicht, ob das denn überhaupt durchkommt. Also, ich hoffe mal für euch, dass ihr das jetzt nicht sehen musstet, aber das Blinken ist schon etwas nervig. Aber dennoch ist die Frage, woher kommt das überhaupt? Ich meine, das erste Mal hatte ich das eigentlich bei einer bestimmten Mod, aber die habe ich schon lange rausgehauen. Die sollte eigentlich schon gar nicht mehr da sein. Die habe ich sogar komplett rausgeworfen. Also wirklich Skyrim komplett deinstalliert und nochmal installiert. Eigentlich sollte dieses Problem doch schon lange weg sein. Ja, und falls nicht, zur nächsten Aufnahme bin ich dann klüger und werde Skyrim vorher nochmal kurz deinstallieren und wieder installieren. Das sollte doch ausreichen, um das Problem zu beheben. Und falls nicht, verdammt. Sekunde mal, ich glaube, das Schwert hatte keine Ladung mehr, richtig? Feinde in der Nähe? Sehe ich jetzt nicht. Achso, das Banditenlager da. Dennoch, ich muss mal kurz gucken, wie war nochmal die Ladung? Yep, komplett aufgebraucht. Haben wir denn was, um die Ladung zu erhöhen? Nein, haben wir nicht. Wieso auch? Ja, okay, jetzt meine. Entweder der Zauber. Obwohl, nee, noch nicht mal. Mann! Was ist das? Verdammt, die haben uns gesehen. Und ich habe keinen Bock zu kämpfen. Okay. Der Feueratem ist der aktuelle Schrei. Ach, weißt was? Lydia können die eh nicht töten. Wir in der Zeit gehen hier einfach weiter. Obwohl, andererseits, es ist doch langweilig. Also dann, nehmen wir mal kurz unseren Bogen. Was war. Ach nee, jetzt bei allen magischen Angriffen? Bitte nicht. Ah, ich kann so nicht zielen. Was ist das denn? Ernsthaft, was ist das? Naja, und ansonsten wollte ich auch noch mal kurz was sagen und bereden. Und zwar hatte ich geplant, auch ein endliches Let's Play anzufangen, das nicht so unbedingt. Endlich sehe ich wieder. Oh, verdammt. Das nicht so unbedingt endlos dauern kann, wie jetzt hier in dem Beispiel Skyrim. Beziehungsweise auch dem Fortress, denn das sind ja
nicht wirklich endliche Spiele. Du stirbst bitte. Hast du irgendwas dabei? Eisenschild, brauchen wir nicht. Eisenhelm. Genau, setzen wir eigentlich auf leichte oder schwere Rüstung? Kaiserlich. Schwere Rüstung. Schwere Rüstung setzen wir, alles klar. Okay, also dann. Der Zwergenhelm ist, glaube ich, besser als der Eisenhelm. Die Pfeile nehmen wir kurz mit. Ich habe so das Gefühl. Du wirst sterben. So, Gefühl war auch richtig. Und das Gefühlsgold. Also, heißt du jetzt gut, aktuell kein Flackern. Aber echt, woran liegt das denn bitte? So kann man ja echt kaum spielen. Okay, wie gesagt, vom nächsten Mal bin ich schlauer. Und, bevor ich es vergesse, noch eine Sache. Und zwar, ich wollte mit dem Let's Play Skyrim immer noch im Rahmen der 10 Minuten bis einer Viertelstunde bleiben pro Folge. Nur so als... Ja, das sind Feinde. Kein Flackern. Nein, kein Flackern. Den Wasspads nehmen wir mal mit. Kann man Leder draus machen. Okay, ich würde mal sagen, das mit dem Flackern ist natürlich blöd, aber naja, wie gesagt, vom nächsten Mal werde ich mal versuchen, das zu beheben. Okay, also dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal und bis zur nächsten Aufnahme, die dann wieder Team Fortress wird. Oder The Binding of Isaac. Wahrscheinlich aber Team Fortress. Also dann, bis zum nächsten Mal, Area Das und tschüss.